Hallihallöchen zusammen und willkommen zu einer weiteren Folge Neuzugänge. Ja, wie ihr im Titel schon lesen könnt, handelt es sich diesmal um eine OCG-Folge. Und bevor wir damit anfangen, möchte ich zwei Infos loswerden. Zum einen relativ kurz und knackig, mein diesjähriges Gastvideo bei Random Brain fällt aus. Nein, Spaß. Ich habe es schon aufgenommen, es ist ihm schon zugesendet und es wird jetzt wohl im Laufe der nächsten Wochen online kommen. Wann genau, weiß ich noch nicht. Ich habe ihn zwar gefragt, aber ich weiß jetzt nicht, wann und ob er antwortet. Und ja, zum Zweiten, ich habe jetzt einen neuen OCG-Händler. Ich habe das ja letztes Mal schon so ein bisschen angedeutet. Es ist so, er hat sich bei mir gemeldet, er wollte mir Karten spenden. Das sind die, die wir hier sehen, für meinen Kanal, weil er das Projekt unterstützt, weil er das feiert. Und nachdem er mir erzählt hat, dass er halt einen Handel aufmachen möchte, habe ich gesagt, ich suche eh einen OCG-Händler. Wie wär's, also auf gut Deutsch. Und nachdem wir ein paar Mal geschrieben haben, haben wir auch einmal geredet und sind dann relativ schnell uns einig geworden, verstehen uns super. Und ich habe jetzt auch hier meine erste Sendung bekommen, eben bestehend aus dieser Spende hier, die machen wir aber am Schluss auf und eben einen schönen Stapel Kärtchen. Und vorneweg, ich werde, wie gesagt, da er jetzt einen Handel aufmacht, das heißt, ihr könnt dort auch kaufen. Es war ja teilweise so, dass beim ein oder anderen Händler, nicht bei allen, aber beim einen oder anderen, dass die nur exklusiv für mich importiert haben und ihr nicht kaufen konntet. Bei ihm könnt ihr das und zwar wirklich für einen sehr, sehr guten Preis, muss ich sagen. Und das sage ich jetzt nicht, weil er mir das gespendet hat, sondern ihr werdet gleich selber sehen, warum. Und ja, wie gesagt, so viel zu dem Thema. So, das machen wir am Ende auf und wir gucken uns jetzt mal diesen Stapel an. Für diesen Stapel habe ich in etwa 215 Euro bezahlt. Was heißt in etwa? Eigentlich genau 215 Euro. Und jetzt gucken wir uns mal an, was wir hier haben, würde ich sagen. Wir haben wirklich zwei alte Karten. Wir haben ein bisschen was, also hauptsächlich Neues eigentlich. Die zwei alten Code of the Duelist und so weiter. Und wir haben sogar aus Soul Fusion ein paar Karten, wobei ich mir damit den Namen schwer tun werde. Wir starten mit dem antiken Antriebs-Gachiltron-Drachen aus SD10. Der muss wohl irgendwie in dem Starterdeck dabei gewesen sein bei den Japanern. Ich meine, denen traue ich dazu, dass die in Starterdecks Ultis reinhauen. Hatten wir hier ja nur bei dem Yugi und bei diesem Kaiba Reloaded Deck, soweit ich weiß. Wo der Blue Eyes auch einiges ging eine Weile bis zu dem Reprint des Starterdecks. Und ja, vor dem habe ich, glaube ich, bisher sogar nur eine. Wenn ich mich nicht täusche, zumindest habe ich nicht mehr im Kopf. Wobei das mit der Übersicht bei mir ja immer so eine Sache ist, ne, dann tauchen sie doch wieder öfter auf und dann habe ich wieder zu viele davon und naja, ihr kennt die Misere ja, ihr seid ja quasi mit dem Kanal aufgewachsen, zumindest die etwas älteren Zuschauer, ne? Genau, dann geht's weiter mit dem infernalen Flammenimperator, auch eine sehr coole Karte, die es damals bei uns in dem Starterdeck gab, hier aus W65, ich weiß es ehrlich gesagt nicht, welches Set das ist, ihr könnt ja mir, falls ihr es wisst, ihr kennt euch bestimmt besser aus als ich, ihr könnt mir ja mal sagen, welches Set das war und ob das auch ein Starter war, ich glaube aber nicht, oder ob das irgendeine Promo irgendwo war. Ist auf jeden Fall extrem geil, die mal in Alti zu sehen. Ich meine nicht, dass ich sie nicht schon hätte, die habe ich wirklich 5-6 Mal, das weiß ich, ich habe die in so einem bestimmten Ordner. Aber auch als ich die das erste Mal gesehen habe, ich fand es halt wirklich extrem geil. Ne? Ist einfach eine schöne Karte, die was fürs Auge ist, nicht für einen Geldbeutel, es ist keine Wertanlage, aber es ist eine Karte, die man echt schön ansehen kann, sage ich jetzt mal. Dann machen wir weiter mit dem Firewall Dragon aus Code of the Duelist, den haben wir hier direkt als Playset. Ich habe ja schon ein Playset von dem, das heißt, es sind jetzt unsere sechsten sozusagen. In Ghost gibt es ihn ja auch, da habe ich ihn leider noch überhaupt nicht. Aber ich finde, in Alti macht er ohnehin um einiges mehr her als in Ghost Dragon. Das sieht halt einfach extrem geil aus. Ja, hier diese drei Firewall Dragons, mega nice. Ich kann mich mit dem Artwork auch immer mehr anfreunden. Ich fand nicht die Position des Drachen irgendwie schlecht, sondern ich fand halt irgendwie, dass der Drache mir zu ich weiß nicht, ich fand das sah irgendwie seltsam aus, aber mittlerweile geht's eigentlich. Ich kann mich mittlerweile sehr gut mit ihm anfreunden. Das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Karte. Wenn man bedenkt, was ich für mein erstes Playset von diesem Drachen bezahlt habe, das war ja kompletter Wucher. Sozusagen. Ich glaube, für den habe ich 5 oder 7 Euro das Stück bezahlt. Ja. Ich habe jetzt hier nicht mehr genau die genaue Liste, wie viel ich für was bezahlt habe. Ihr kennt ja den Gesamtpreis. Und jetzt kommt was ganz Besonderes, und zwar wieder der Firewall Dragon, allerdings in einem alternativen Artwork und in der Seltenheit extra Secret Rare. Seht euch mal an, wie das aussieht, Leute. Mega, mega nice. Da gibt es ja auch aus dieser 20th Anniversary Box, gibt es ja auch den Palladium Oracle Mahat in dieser Seltenheitsstufe, allerdings noch mit einem schönen 20th Anniversary Emblem hier drin. Den habe ich mir auch schon direkt bei ihm vorbestellt. Es kommen auch noch drei japanische Displays. Soul Fusion, die werde ich allerdings off-cam aufmachen, weil Openings in dem Sinne wird es hier nicht geben. Es sei denn, ich werde irgendwann mal gesponsert von irgendwem, keine Ahnung, dann natürlich schon.
Aber solange ich die mir selber kaufen muss, behalte ich mir das vor, die hinter der Kamera aufzumachen. Und das ist halt richtig schön. Er glänzt halt richtig Regenbogenfarben, ja. Also es ist so ein richtig Regenbogen-Touch mit dabei. Das ist nicht so wie bei diesem Gold Secret, dass das einfach zu fancy ist und nicht mehr schön aussieht. Nein, es sieht wirklich gut aus. Ich habe hier zwei Stück und von dem weiß ich genau, der geht, glaube ich, 5 Euro oder so. Es ist halt einfach eine unglaublich schöne Karte, ja. Also muss man schon sagen, extrem geil. Ja, also da zahle ich gern die 5 Euro, muss ich ganz ehrlich sagen. Und es geht noch weiter, denn wir haben ebenfalls in einem extra Secret Rare, das noch ein bisschen abgewandelter aussieht, den Glasflügel-Synchro-Drachen. Genau so sieht es aus, Leute. Auch als Playset hier, mega schön. Seht euch das an, wie das aussieht. Extrem krass, ja. Auch in einem alternativen Artwork, wobei ich persönlich das Original-Artwork hier schöner finde. Das hier finde ich jetzt nicht ganz so toll wie das Original, aber der Effekt ist halt extrem fett. Ja. Also da hat sich Konami wieder selbst übertroffen bei der Karte. Da kann man sich jetzt natürlich streiten, ob das nicht vielleicht schon ein bisschen zu fancy ist. Allerdings, ich finde, es hält sich noch in Grenzen. Es geht. Und das Interessante ist, man sieht hier auch diesen Nebel, den es auch bei diesen Millennium Rares gibt und vor allen Dingen bei diesen Gold Millennium Rares sehr raussticht. Ist einfach eine extrem geile Karte. Ich könnte die hier jetzt noch eine halbe Stunde vor der Kamera schwenken, aber wir müssen natürlich weitermachen. Dann haben wir hier den Crystal Wing in Ultimate Rare. Wir haben ihn natürlich schon ein paar Mal in Ghost gesehen, in Ulti allerdings noch gar nicht. Den haben wir hier 4-mal aus Shining Victories, also aus dem ganz normalen Booster. Ist also nicht irgendeine Sonderedition aus Japan oder so, ist ein ganz normaler Booster-Ulti. Auf jeden Fall extrem schön, ja. Bei uns war er eine Weile auch extrem spielstark. Ich weiß gar nicht, wie es momentan aussieht. Freut mich auf jeden Fall wahnsinnig, dass wir die Karte hier in der Sammlung begrüßen dürfen. Auch gleich in Stückzahl 4. Ne? Fehlen also noch 6. Okay, das hat es lange gebraucht für diese einfache Rechnung. Aber was soll's, ich habe einen Hexenschuss, ich darf das. Gut, dann haben wir hier nochmal eine extra Secret Rare. Das ist Trickster Holy Angel aus LVB. Klingt fast wie ein Fußballverein. Haben wir hier, haben wir den dreimal oder haben wir den? Nein, tatsächlich haben wir die dreimal. Auch sehr schön, sind unsere ersten in dieser Rarität und ja, einfach geil. Wobei ich sagen muss, dieses extra Secret von diesem Crystal Wing sieht halt noch ein bisschen besser aus als das von dem von der Holly und von dem Firewall Dragon. Wobei das ja Geschmackssache ist, anderen wird das wahrscheinlich schon ein bisschen zu deftig sein, sage ich jetzt mal. Aber da sollten sich unsere mal was abschneiden. Oder zumindest von den amerikanisch-englischen Gold Secrets. Die Ami Gold Secrets, die sehen gut aus, eben weil diese Streifen nicht so dick sind. Und ja, ist einfach mega geil, ne? Also, top. Freut mich. Dann eine Karte, die wir jetzt das letzte Mal schon 4 oder 5 Mal gesehen haben. Das ist hier der buntäugige Pendeldrache in Ghost Rare. Seht euch mal an, wie krass der Effekt ist. Mega schön, auch die Farbe ist gut geworden. Die ist jetzt hier auch ein bisschen gebandet sozusagen, aber das stört mich nicht, ist ja keine Beschädigung in dem Sinne. Und ja, habe ich glaube ich schon das letzte Mal ziemlich viel dazu gesagt, den legen wir jetzt einfach mal so unkommentiert beiseite. Dann haben wir hier Cyberdrache Sieger. Ja, eine schöne Karte bei uns, eine schöne Ultra Rare, hier eine Ultimate Rare. Wäre bei uns vielleicht auch eine Ultimate geworden, wenn sie es noch ein Ultimate geben würde. Hier auf jeden Fall ein Ultimate, mega nice. Sieht natürlich da Bombe aus, muss man glaube ich nicht viel zu sagen. Ich weiß gar nicht, inwiefern die jetzt momentan spielbar ist im OCG. Ich meine, ich kenne mich ja nicht mal beim TCG mit dem Spiel aus sozusagen, also mit den Regeln und so weiter. Dann mit dem OCG erst recht nicht, aber das soll mich nicht weiter stören, es ist auf jeden Fall mega fett und ich bin begeistert. Dann haben wir eine meiner Lieblingskarten aus dem neuen Set, nämlich den Cybersmagier hier in Prismatic Secret Rare. Einfach mal extrem geil, ja. Also die Karte ist einfach der Burner. Ich finde sie in Ultra Rare schon schön. In unserem Secret hätte ich sie jetzt nicht so toll gefunden, aber hier in diesem japanischen Secret, in diesem Prismatic Secret, das wir hier zulande nur aus World Superstars und eben aus einigen Promos halt kennen, ne? Tinboxen vielleicht, ne, nicht unbedingt nicht Tinboxen, sondern Spielepromos, ist einfach mega schön, ja, sieht mega cool aus, auch auf den Sternen sieht man das mit diesen Streifen, ist einfach mega fett, geil, mehr kann man dazu gar nicht sagen. Dann haben wir eine Karte, die ist bei uns ein bisschen super rare, hier auch Prismatic Secret, das ist dieser Trommeldrache. Ein ziemlich interessantes Artwork, also ich muss sagen, sehr fantasievoll auf jeden Fall. Finde ich auch relativ schön, muss ich sagen, das ist eine super rare, die hat mir sehr gut gefallen und natürlich gefällt sie mir hier als Secret Rare noch um einiges besser. War sehr schön, also unglaublich cool, ist leider auch bloß eine dabei gewesen. Dann Sayura Skull Dread oder Dragon oder irgendwie so ähnlich hieß der. Hier schweineteuer gewesen, anfangs glaube ich 70 Euro wert oder so. Den haben wir hier zweimal in Ultimate Rare, auch hier easy bezahlbar. Ist auch was fürs Auge. Ich muss sagen, ich habe ihn noch gar nicht aus dem TCG. Ja? Ich war einfach
viel zu geizig, auf gut Deutsch gesagt, um jetzt hier so viel Geld für den auszugeben. Ich warte lieber, bis er mal günstiger wird. Wenn es wird, wenn das nicht wird, dann zahle ich halt. Ist ja auch was, dann kann ich mir dann immer noch kaufen. Aber noch ist die Hoffnung da. Und hier in Ultimate Rare natürlich unglaublich cool. Sieht in Ultimate bestimmt auch geiler aus als in Ghost. Und natürlich das komplette Design extrem oldschool. Ja, also man, die Karte ist einfach sowas von oldschool vom Design her. Gefällt mir richtig, richtig gut. Ja, da hat Konami sich wieder selbst übertroffen. Muss man ganz ehrlich sagen. Kommen wir weiter zu einer schönen Ghost. Das ist dieser, auch einer dieser Topologic irgendwas. Das ist von diesem Booster, das ich hier bekommen habe. Flames of Destruction muss es sein. Das ist das Covermonster. War bei uns als Secret Rare, glaube ich, mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Ja, muss man, glaube ich, nicht viel zu sagen. Ist auf jeden Fall eine saugeile Karte. Ist auch meine erste hier in Ghost von dem. Dann haben wir diesen Topologic Bomber Dragon. Müsste ja sein, das Playset in Ghost Rare. Auch hier mega nice, dann auch meine ersten in Ghost. Ich habe ihn natürlich aus dem TCG schon in Secret, habe ich damals gegen Gold Cookie getauscht. Mann, das war ein Tausch, Leute. Das war, kann man vielleicht mal als kleine Anekdote erzählen. Ich habe getauscht ein Feierliches Urteil und eine Monster Reborn einen Tag bevor die Banlist rauskam, wo die dann wieder erlaubt wurden. Dementsprechend waren sie da noch zu dem Zeitpunkt ein bisschen weniger wert. Habe ich getauscht gegen einen von diesen hier in Secret und gegen einen Gaia-Säbel, irgendwas, Dingenskirchens. So ein Link-Monster ohne Effekt halt. Und ja, im Endeffekt habe ich dann einen Tag später dann mit dem Tausch richtig Minus gemacht. Aber ich habe sie gegönnt. Ist egal. Scheiß auf Minus, scheiß auf Plus. Das kann, ganz ehrlich, man soll Spaß dran haben. Und den habe ich. Dann eine Karte, die wir auch schon mal gesehen haben. Das ist dieser Hungergift-Fusionsdrache. Aus Invasion Vengeance. Vengeance, oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Das Cover-Monster auch extrem cool. Es ist meine zweite in Ghost, wie gesagt, die erste habt ihr gar nicht gesehen, weil ich die bloß einzeln bekommen habe. Dementsprechend hat sich da keine Folge gelohnt. Und ja, jetzt haben wir sie hier einfach mal in dem Zug auch mal gesehen. Dann haben wir den Clock Dragon, so müsste er glaube ich heißen. Das ist das Covermonster von Soul Fusion, den haben wir hier einmal in Ghost Rare und als Playset in Ultimate Rare. Ja, der Clock Dragon, der ist auch relativ cool. Es ist zwar nicht der coolste Drache, den ich jemals gesehen habe, muss ich ganz ehrlich sagen, aber so an sich. Es ist eine ziemlich coole Karte, cooles Covermonster. Ich weiß nicht, inwiefern er spielstark werden wird, aber das lassen wir uns auf uns zukommen. Und jetzt meine Lieblingskarte aus Soul Fusion. Und zwar ist das diese, oh Gott, wie hieß sie? Venomina oder irgendwie so. Das ist einfach ein extrem geiler Drache. Seht euch mal das Artwork an, ja. Das ist einfach übertrieben fett. Schade, dass meine Kamera keinen Autofokus hat, sonst würde ich es jetzt mal ein bisschen näher hinhalten, aber das funktioniert ja nicht. Extrem schön, aber bevor wir jetzt hier noch länger verweilen und dieses Video wieder 20 Minuten braucht, machen wir natürlich noch die Spende auf. Ich würde sagen, Booster heben uns bis zum Schluss auf, ich erwarte mir eigentlich nichts draus, außer ein paar coole Commons und eine Rare, die ich brauchen kann, die es bei uns vielleicht eine andere Rarität gab oder überhaupt nicht. Und ja, wir gucken uns jetzt mal diese Packs hier an. Ich sehe hier schon einen Axttiger. Sehr schön in Ultra Rare. Ich persönlich weiß ja auch, was kommt. Er hat es mir gezeigt. Ne? Auch übertrieben krank, ohne Witz übertrieben krank. Ich bin einfach nur baff. Also wir haben ja den Axttiger. Wir haben hier diese Fusion aus Alligatorschwert und dem Babydrachen in Ultra Rare. Auch mega nice. Gibt es ja auch nicht. Auch noch in diesem alten Layout. Wir haben einen keltischen Wächter in Secret Rare, von dem habe ich auch noch nicht so viel. Ich glaube, erst zwei oder drei Stück. Habe ich, glaube ich, damals 15 Euro das Stück oder so bezahlt. War, glaube ich, auch wahrscheinlich wieder zu teuer. Auf jeden Fall mega nice. Die Karte sieht halt einfach extrem geil aus in Secret. Und das hier, Leute, das ist eine Common, aber ihr kennt diese Karte unter dem Namen Last Day of the Witch. Bei uns ist das eine Super Rare aus DL7, die wird dargestellt als fliegende Hexe mit so einem roten Kreis, wo ein Strich durch ist. Und hier sieht man halt die Hinrichtung quasi einer Hexe. Extrem geil, mega nice, ja. Wirklich, also sowas bekommt also was her. Ne? Es ist sogar so alt, wir haben hier unten noch nicht mal dieses Yu-Gi-Oh! Hologramm. Ja? Auch noch keine Set-Angabe, wird wahrscheinlich aus irgendeinem Volume Pack sein, Volume 1 oder whatever. Ja, das ist einfach der Burner, ja. Also, ich frage mich, wo kriegt man sowas her, ja? Das ist, sowas ist für mich persönlich eine Rarität, ja. Also, auch vom Persönlichen, ob das jetzt wirklich selten ist, weiß ich nicht. Aber für mich ist es eine Rarität, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann haben wir Last Offer, also das letzte Angebot, ist auch ein alternatives Artwork. Wir haben sie ja einmal in Secret. In Secret haben wir sie schon mal gesehen bei einer Folge Neuzugänge. Und dazu noch einmal in Ultra Rare aus DS14 und BF01.
Ist natürlich, muss ich sagen, dass das Artwork, das erkennt man auch nicht. Bei uns ist das Artwork komplett anders. Ihr müsst es mal googeln, wirklich. Also, und hier sieht man halt wirklich Blut, ja, eine aufgeschnittene Hand, Blut. Das ist halt, das ist Yu-Gi-Oh!, Leute. Nicht Kuscheltier, ja. Nicht Kuscheltier, nicht Künstlerkumpel. Das ist für mich Yu-Gi-Oh!. Brutal und düster, so muss das sein, ohne Witz. Einfach mega nice, richtig geil. Freut mich auf jeden Fall extrem. Das war das erste Pack. Ja, und das war nur das erste Pack, sei mal so gesagt. Und jetzt kommen wir hier zum zweiten Pack. Da sehen wir hier auch eine Karte, die ich gekauft habe sozusagen. Den Clock Dragon sehen wir hier nochmal in Ultimate Rare. Mega schön, muss man glaube ich auch nicht mehr allzu viel zu sagen. Dann haben wir hier diese Fusion von diesem Donnerdrachen. Extrem geil die Karte, hier auch aus Soul Fusion. Ich weiß, ich finde es auf der einen Seite unnötig, dass sie schon wieder so ein altes Thema quasi aufgegriffen haben und daraus jetzt versuchen, oder so ein altes Thema kann man gar nicht sagen, so eine einzelne Karte aufgegriffen haben von damals und da versuchen jetzt ein Thema draus zu machen, aber das Design ist innovativ, ist mega geil, richtig böse, so muss das sein, gefällt mir richtig, richtig gut. Die weiß ich jetzt leider nicht, wie sie heißt. Ist aber auch aus Soul Fusion eine wunderschöne Ultimate Rare. Sieht unglaublich gut aus, diese Karte. Und die verdecken mal kurz. Ich hole die hier tatsächlich mal ganz kurz aus der Hülle raus, damit man den Ultimate-Effekt ein bisschen besser sehen kann. Ja, also es ist extrem geil, diese Karte. Ich finde, dieses Artwork ist sowas von Bombe. Unglaublich. An der Stelle nochmal vielen Dank, ohne Witz. Mehr kann ich dazu gar nicht sagen. Vielen Dank, Yannick. Das hat mir jemand meinen Tag versüßt. Ihr müsst euch vorstellen, ich habe mir heute auf Arbeit einen Hexenschuss geholt und das betäubt ein bisschen. So, was haben wir hier noch? Die Karte kenne ich jetzt so gar nicht. Das ist eine von diesen neuen Musikkarten, glaube ich. Das Linkmonster von denen. Sieht auch extrem geil aus. Ja, man sieht es, glaube ich, ganz gut, auch durch die Hülle. Auch ein Ultimate Rare. Super, super schön, super toll. Ich freue mich schon, wenn das Display hier bei uns rauskommt, dann kriege ich ja von Creep wieder den ganzen Bulk. Extrem nice. Mehr kann man dazu nicht sagen, einfach super geil. Und hier ein Super Rare, der wird wahrscheinlich bei uns zensiert sein, kann ich mir vorstellen. Hier auch ein irgendwas, so ein Taucher auf einer Wolke, keine Ahnung wie der heißt. Auf jeden Fall mega cool hier, Super Rare, sehr, sehr schön. Gefällt mir, ist so eine richtig ulkige Karte, so eine Fun-Karte. Könnte ich mir als Kamen zum Beispiel auch als Shortprint oder sowas vorstellen. Extrem geil. Top. Einfach top. Zu geil. Jetzt kommen wir zum letzten Pack. Hier sehen wir schon den schwarzen Hochmagier in Ultimate Rare. Ich habe diese Karte noch nie in einer schöneren Rarität gesehen, auch wenn Ultra Rare sehr gut zu der Karte passt. Super Rare finde ich nicht, aber Ultra Rare echt gut. Ultimate Rare top, das halt einfach extrem. Hier The Dark Illusion. Unglaublich geil, die Karte. Mir gefällt sie sehr, sehr gut. Und schade, dass sie bei uns nicht in Alti rausgekommen ist, muss ich ganz ehrlich sagen. Dann Heiliger Bimbam. Guilford der Blitz, genau. Jetzt weiß ich wieder. Guilford der Blitz, davon habe ich auch schon ein oder zwei Exemplare. Auch sehr, sehr schön die Karte. Findet man, glaube ich, auch schon so als Seitenzierde bei mir auf meiner Homepage, die ja auch immer mal wieder ein bisschen ausgebaut wird. Extrem geile Karte. Gefällt mir besser als das Original-Artwork, das wir in den Tints bekommen haben. Und ich wünschte mir, Konami würde es wirklich Krieger mal wieder öfter so darstellen. Ziemlich simpel. Von den Körperteilen her eine schöne Rüstung und so ein bisschen rangezoomt, dass man nicht unbedingt jedes Eck von diesem Monster sieht, sondern dass es halt wirklich ein bisschen präsenter ist, sag ich mal. Dann, ja, eine Karte, für die ich damals 22 Euro das Stück bezahlt habe, von denen habe ich schon ein paar, ich glaube 6 oder 7 Stück. Das ist das dunkle Thunmagier-Mädchen in Prismatic Secret, sogar die etwas seltenere Version im alten Layout, die gibt es natürlich auch noch im neuen Layout. Und ja, die haben wir natürlich schon öfter gesehen, da habe ich auch schon meine Meinung zu gesagt. Das ist natürlich eine wunderschöne Karte. Und ja, top, top. Auch die haben wir schon gesehen, das ist der Parasiten-Parasit im unzensierten Artwork. Bei uns kommt der aus AST und ist halt so eine Random Super. Und hier muss ich sagen, in Ultra Parallel Rare, extrem geil. Ja, auch ziemlich brutal, wie der sich hier durch den One-Board, ohne Witz. Richtig, richtig heftig. Sowas ist natürlich bei uns niemals auf den Markt gekommen in dieser Art und Weise. Ist ja damals als Kinderspiel auf den Markt gekommen, auch wenn es mittlerweile keins mehr ist. Ich finde, hier müssen wir wieder hin zurück. Ja, wirklich zu Artworks, die brutal sind, muss ich ganz ehrlich sagen. Weg von diesem Kuscheltierzeug, wieder mehr hin zu dem.
Und natürlich den Pistolendrachen in Ultra Rare. Die gibt es auch in Alti. In Alti ist die sehr, sehr teuer. Hier auch im unzensierten Artwork mit richtigen Kanonenläufen in einem anderen Hintergrund. Und dem alten Layout gefällt mir wunderbar. Super, super, super toll. Und jetzt bin ich aber ehrlich gesagt gespannt, was uns in diesem Pack erwartet. Mit viel Glück eine Holo. Ich persönlich glaube es jetzt eher weniger. Ich weiß gar nicht, kann man diese japanischen Packs eigentlich so aufmachen wie unsere? Boah, ich glaube, bei den Openings machen die irgendwie immer so an der Seite auf. Aber ich sehe hier jetzt nichts zum Einreißen, irgendwie. Oh Gott, das ist ja fast wie eine Kindersicherung. Hier kriegen wir es doch auf. Ja. Top. Top, top. So. Dann schauen wir mal. Ah, da müssen wir ja gleich aufpassen, dass man hier nichts kaputt macht. Na, sowas. Geht das jetzt mal raus? Ich glaube, das ist Avram oder wie er heißt, genau. Ah, die ist bei uns, glaube ich, super rare. Das ist dieser Notstopp, Stopp irgendwas. Richtig cool. Die brauche ich zum Beispiel für die Sammlung, weil die gibt es hier bei uns in Kamen nicht. Die gibt es hier nur in super rare. Die lege ich direkt mal hier zur Seite. Die sagt mir jetzt überhaupt nichts. Genau. Ha, eine Ultra. Geil. Nice. Das ist, die habe ich auf, die gibt es auch bei uns als Ultra, die habe ich leider auf Deutsch gar nicht. Das ist wieder so eine Trickstar-Karte. Richtig geil. Mega. Haben wir sogar noch eine Holo am Ende gezogen. Wer hätte das denn gedacht? Richtig geil. Ihr könnt ja mal schreiben, ob an der irgendwas zensiert wurde. Ich glaube aber nicht. Ich wünschte, es würde irgendwas zensiert oder wäre irgendwas an dir zensiert, aber wie gesagt, ich glaube es nicht. Ja, hier an der Stelle nochmal vielen, vielen, vielen Dank, Yannick, für diese Spende und dass du dich auch bereit erklärt hast, hier mit mir diese Geschäftsbeziehung aufzubauen. Mega toll. Ich bin begeistert. Ich hoffe auf viele, viele weitere Geschäfte mit dir. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich bin begeistert. Ich würde sagen, wir sehen uns zur nächsten Folge Neuzugänge und bis dahin macht's gut und haltet die Ohren.